die Älteste, die hat aber ihre eigenen Wege gegangen. Die trennte mit einer Freundin. Aber wir trafen uns denn in Ungarn kurz vor der Grenze wieder. Wir in unserem voll bepackten Auto mit lauter Esssachen und sie mit ihrer Freundin. Und dann versuchten wir also in Klausenburg anzukommen. Und nun war der Pastor aus Klausenburg, Rumänien, da hat man lauter Hütten und denkt vor Augen und denkt kleiner Ort. Wir also hatten die Adresse von Klausenburg, von unserem Pastor, wo wir hin wollten. Und als wir denn da ankamen, haben wir festgestellt, dass die zweitgrößte Stadt in Rumänien. Und von daher ist also mit einer Adresse und Kuvert nur kaum einer zu finden im Dunkeln. Und da hatten wir inzwischen schon einen Ungarn erlebt, der von Ungarn nach Rumänien fuhr und auch durfte. Und der hat gesagt, wir sollen mal mitkommen. Er kennt einen, der sich gut auskennt. Und wir sind da vor dem Hotel vorgefahren, der rein. Und dann kam ein englisch parlierender junger Mann raus, der dann auch noch den Pastor kannte, den wir wollten. Und der uns da hingebracht hat. Also wir dachten, ja, weltgewandt, sympathisch, nett, leichte Fahne. Aber ich meine, das ist ja genau. Und dann sind wir dahin zu dem Pastor. Und der Fall war erledigt. Und wir waren in Rumänien, weil also abenteuerlich genug war, da braucht man gar nicht noch einen Schwiegersohn dazu. Aber meine Tochter hat sich in den charmant parlierenden Mann verliebt. Und dann waren sie da zusammen im Bad und dann war es alles schön und dann fuhr sie weg und dann hat sie ihn zufällig im Gebirge wieder getroffen. Und das war dann das Schicksal. Und dann können Sie sich vorstellen, meine Tochter, 11. Klasse, na eben so ungefähr 17 oder 16. 17 und wollte sie dann von Berlin aus wieder hinfahren? Ja, natürlich. Du wolltest mal von Berlin nach Rumänien fahren. Und na, Hilfe, Sie wissen ja, vielleicht in Ostdeutschland war das nicht so einfach. Sie mussten ja immer ein Visum beantragen und durch alle Länder da durch. Konnte sie denn wenigstens telefonieren mit ihm? Ah ja, also jetzt weiß er zu viel. Sie konnte natürlich telefonieren, da war ja keine Grenze, aber das war so teuer. Und ich sage Ihnen, wir haben denn ein Telefonschloss angebracht. Das einzige Mal, dass man, kennen Sie so ein Ding, dass man das Telefon festschließt. Es war nicht anders mehr möglich. Und dann das Theater mit dem Hin und Her. Er war Ungar aus Rumänien, also Siebenbürger, ja. Minderheit, unterdrückt, auch beruflich benachteiligt und durfte überhaupt nicht das Land verlassen. Und da hat sie, also musste sie immer hin, er konnte ja nicht, und wollte ihn nur heiraten und wollte ihn rausheiraten. Na, das wollten wir nur eigentlich nicht so richtig, ja. Weil sie jung war und ja. Natürlich mussten sie vielleicht auch daran denken, er will sie heiraten, weil er auf diese Weise raus kann. Ja, aber also, sie war so verliebt, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also, und dann gab es eine Hochzeit und ja, die war, glaube ich, dort, nicht? Natürlich, er durfte ja nicht aus dem Land raus. Ach so, richtig, also bevor er verheiratet. Bevor er verheiratet ist, konnte er das Land überhaupt nicht verlassen, obwohl er Ungar ist, aber eben in Rumänien sitzt, in dem nördlichen Teil, in Siebenbürgen. Er durfte nicht mal nach Ungarn und nach Deutschland sowieso nicht. Also mit anderen Worten, die Hochzeit musste da sein. Und dann können Sie sich das ja überhaupt nicht vorstellen hier. Also in Rumänien gab es ja nichts zu kaufen. Das war ja von den Ostblockländern wahrscheinlich das Ärmste. Ja, also ungünstigste zumindest. Ja, Ceausescu-Zeit. Ja, wenn Sie reist sind, Sie kriegten nichts zu kaufen. Sie mussten alles mitnehmen. Das kannten wir schon von der Reise her. Wenn wir da hingefahren sind, war das Auto von oben bis unten mit Esssachen voll. Milchpulver zum Beispiel, Trockensuppen und Gemüse. Und wenn Sie sich auf den Sitz von unserem Wartburg gesessen haben, dann hat es mal geknistert, da war das Kneckebrot da drunter. Also so in der Art. Und da hatten wir also Übung drin. Und dann kam also die Hochzeit sein, die war am 10. August 1989. Das müssen Sie mal überlegen. 10. August 1989 war der Hochzeitstermin. Und meine Tochter hat sich gewünscht, als einziges Hochzeitsgeschenk, wir sollen da eine Hochzeit ausrichten, mit ordentlich was zu essen und zu trinken, für ihn und seine ganzen Freunde, die da wie er auf Ausreise warteten oder schon draußen waren und nur zu Besuch kamen, aus Schweden, aus Amerika, von sonst wo. Na, und dann sind wir hingefahren. Alle Mann, natürlich Familie, ja. Mit Flugzeug, Oma und die Anverwandten mit dem Zug, wir mit dem Auto und alle bepackt, wirklich waren bepackt, wie sonst mal die Westler nach Ostberlin gekommen sind, ja. Und nun haben wir da also mitgenommen, von dem Fleisch jede Menge Kassler Rippenspeere fürs Mittagessen, ja. Und dann der Kuchen schon gebacken und alles. Und es wurde ein großes Fest. Es wurde ein großes Fest, es war sehr lustig. Also die Schwiegereltern haben da so ein kleines Gartengrundstück und... Naja, es war toll, war wirklich toll. In Ungarn nennt man sowas ja Mulacak. Mulacak, ja. Nicht? Das ist das große Fest. Mehrere Tage auch, ja, mit Vor- und Hinter und überhaupt. Ja, naja, klar, und dann kommt nur eben der i-Tüpfelchen, dann hatten wir das ja nur erledigt und die Trauung war alles im Bester. Und mein Schwiegersohn übrigens, ein ganz rührender, netter, wie soll ich sagen, also bemühter Mensch, also da können wir überhaupt nicht meckern. Aber naja, ich meine, das sage ich, weil man, also unter diesen Bedingungen versucht man ja auch die Wege zu ebnen. Versteht man, fühlt sich ja geradezu für zuständig, dass er nur einigermaßen klarkommt, wenn er nun schon so lange benachteiligt ist. Bloß wissen Sie, der Witz war denn, als sie denn das erste Mal, als er denn endlich seinen Pass hatte und raus konnte,
da war inzwischen in Budapest die Grenze nach Wien offen und da sind sie gar nicht mehr in der DDR angekommen. Verstehen Sie, gleich von Rumänien nach Ungarn und da von Budapest gleich nach Wien und nach Westdeutschland weg waren sie. Ein Glück ging die Mauer am 9. November auf, sonst hätten wir sie nicht wieder gesehen. Und sind sie wieder zurückgekommen? Nun sind sie wieder zurückgekommen, na klar. In den Familienschoß? In den Familienschoß und zwar, wie das so ist, erstmal von Westdeutschland nach Westberlin und dann haben sie festgestellt, in Ostberlin ist doch am schönsten, nun wohnen sie im Prenzlauer Berg, also alles im Prenzlauer. Alles in der Nähe. Alles in der Nähe. Und sind Sie nun ein bisschen Schwiegermutter, die sich doch auch so um die Dinge der Tochter und des Schwiegersohnes kümmert, so ein bisschen mit eingreifen? Na, da kennen Sie meine Tochter schlecht. Also, das hat mit Schwiegersohn schon nichts zu tun, sondern meine Tochter, die ist, also die Älteste, die anderen gehen ja, aber die Älteste ist wirklich da, naja, die ist empfindlich, ja. Sie als Älteste, nun sowieso hat sie immer Angst, also Mutter mischt sich ohnehin, also ist zu dominierend, ja. Denn eigentlich sind Sie ja jemand, wo man das vermuten würde, dass Sie so ein bisschen auch Mutter der Kompanie da ein bisschen eingreifen. Aber und ich so. Kann mich auch selber beschäftigen, ich brauche nicht mal die Kinder dazu. Naja, das ist was anderes. Ich mache schön was und habe was zu tun und mache auch Angebote und freue mich, wenn sie alle dazukommen und da ihre Freude dran haben. Aber um jeden Einzelnen dazu ist die Familie zu groß. Verstehen Sie? Das ist immer das Schöne. Also Sie sind keine böse Schwiegermutter? Ich bin überhaupt keine böse Schwiegermutter. Wenn schon, denn eher diejenige, die also eigentlich in der Beziehung keine Rolle spielt. Manchmal sage ich mir, ich müsste viel mehr dazwischen funken. Ja. Aber ich habe ja nur sowieso, nee, wirklich, ich habe ja sowieso keine Zeit, weil wenn Sie merken, die Tochter will es nicht, dann wissen Sie, Sie können in dem Moment, wo Sie was sagen, ist es egal, was Sie sagen, ist es schon falsch. Ja? Und demzufolge wird Ihnen dann nach einiger Zeit auch klar, Sie nützen ja keinem, wenn Sie denn immer noch was sagen. Ja? Und demzufolge sage ich mir, sagst du lieber ja nichts. Und das gelingt mir bloß, weil ich selten da bin. Aber, das hilft. Aber eins muss ich auch noch sagen, da fühle ich mich nur genau an, als Sie vorhin erzählten, da fühle ich mich an unsere Verhältnisse erinnert. Ich habe ja auch wenig Zeit. Verstehen Sie? Ich habe wenig Zeit und mein Enkelsohn ist jetzt 5 Jahre. 4 Jahre, um Himmels Willen. Franz heißt er. Franzi Panzi ist 4 Jahre. Und natürlich möchte ich so oft wie möglich mit dem Kleinen zusammen sein, bin bloß immer nicht da. Und da sind also meine Kinder nur rührend und auch die älteste Tochter, dass wenn ich Zeit habe, dann richtet sie es so ein, dass wir also mit der Familie was machen können. Und dann haben wir einen VW-Bus, hat mein Mann, war der große Traum, VW-Bus, wo 8 Leute reinpassen. Früher mit unserer Wartburg passten 5 rein, war die Kleinfamilie. Schon wenn Oma mit wollte in den Garten, ging das Theater los, wer fährt da mit der S-Bahn? Ja, also furchtbar. Und deswegen haben wir jetzt den VW-Bus für 8 Leute, da passt ja der Kinderwagen drin, ideal. Und dann sind wir unterwegs und dann kommt sie mit und die anderen auch, also das ist wunderbar. Eine Familie, eine richtige Familie. Eine richtige normale Familie, machen Sie kein Idealbild. Dann kommt da einer gucken und sagt, die meckern ja. Das haben Sie aber vorher auch schon gesagt. Herzlichen Dank, Regine Hillemann. Frau Hillemann, darf ich Sie mal bitten? Ja. Ich darf Nicole und Frau Seibert zu mir bitten. So, hallo. Hallo. Also guten Abend. Guten Abend. Eins muss ich sagen, ich habe selten eine Politikerin erlebt, die mit so wenig Worten so viel gesagt hat. Ach, das war viel. Unglaublich. Ja. Ich mag sie unheimlich. Ja, das ist ja wirklich. Vor allem, wir haben gar nicht über Politik geredet heute. Und kaum über Schwiegermutter. Doch, das schon. Aber das ist ja auch mal das finde ich auch mal schön, sie mal anders zu erleben. Weil man muss ja immer als Politikerin zu bestimmten Dingen Stellung nehmen und das wird auch erwartet. Und es ist schön, auch den Menschen einfach mal kennenzulernen. So ist es. Ein bisschen. Richtig. Das war auch ein bisschen die Idee. Ja, Nicole, 1982 haben Sie, ich sagte es vorhin schon, als Einzige jemals den Grand Prix gewonnen mit dem Lied Ein bisschen Frieden. Und jetzt würde ich gerne Frau Seibert, die Schwiegermutter, fragen, wo haben Sie das damals erlebt? Am Fernsehen. Ja, Sie waren nicht dort, Sie waren nicht mit. Nein, die Eltern waren mit und die Geschwister. Und Sie haben es am Fernsehen zu Hause oder in irgendwo mit? Zu Hause, ja. Und was haben Sie da gesagt? Ja, gesagt gar nicht. Zuerst haben wir mal geweint. Wirklich? Ja, vor Rührung, dass sie gewonnen hatten. Ja. Außerdem das Lied, das war auch sehr schön. Ne? Das Lied war schön. Kam gut an, ja. Sie war damals schon die Freundin Ihres Sohnes? Ja. War auch schon so, die waren 17, ne? Damals. Er war 17, ich war 14. Aber Sie waren, nein, ich meine, als beim Grand Prix war ich 17. 17. Ja. Mhm. Bahnte sich da schon was an? Ach ja. Ja? Da war schon. Da war schon. Da war schon, da bahnte sich nicht nur an. Ja, sie kannten sich ja da schon 3 Jahre. Mhm. Ja. Und wie haben Sie erfahren, dass Sie heiraten wollen? Wie ich das erfahren habe? Durchs Telefon? Ja, nein, nicht aus dem Telefon.
ich war im Garten gewesen und sie saßen auf dem Balkon und die jüngste Tochter, die hat mich dann gerufen. Ich bin dann rauf und habe mich dazugesetzt auf den Balkon und da sagte der Sohn, sagte, Mama, Nicole geht's den Umständen entsprechend gut. Da sagte ich, ich freue mich, dass es da gut geht, ne? Weiter nichts mehr. Gleich drauf sagt er wieder, Mama, der Nicole geht's den Umständen entsprechend gut. Sagte ich, sagte das schon, dass es mich freut, ne? Da sagt die jüngste Tochter, Mama, bekämpfst du denn das nicht? Du wirst Oma. Das ist schön, ja. das ist saarländisch platt, ja, ne? Das ist saarländisch, ja. Du wirst Oma. Und ja, du wirst Oma, ja, da habe ich mich dann sehr gefreut, ne? Haben Sie sich wirklich sehr gefreut? Ja, obwohl die noch nicht verheiratet waren? Hab ich, ja, das war dann im Gespräch, dass sie dann gehen, ne? Dass sie dann heiraten. Ja, ja. Nun sind Sie ja... Und haben Sie es wirklich nicht verstanden beim ersten Mal? Nein. Ja, ich nein. Dachte, Sie hätten im Moment nicht. Im Moment wirklich nicht, da war ich nicht drauf gefasst, ne? Sind Sie religiös? Ja, sehr. Katholisch? Ja. Katholisch. Sie gehen richtig regelmäßig in die Kirche? Immer. Mhm. Und wie ist das mit den Kindern? Gehen auch. Ab und zu. Wenn sie Bedürfnis danach haben, dann gehen sie. Wenn sie Bedürfnis? Ja. Also ich meine, deswegen waren Sie aber doch wahrscheinlich ein bisschen irritiert, dass die, bevor sie heiraten, schon dass das Kind unterwegs ist. Nein. Nicht? Nein, kann ich nicht sagen. Nicht? Nee, wirklich nicht. Stimmt das alles? Ja? Das stimmt, voll und ganz. Ich meine, wir kannten uns ja auch schon 6 Jahre. Und ja. Dass wir heiraten wollten, war eigentlich klar. Für meine Begriffe wäre es vielleicht 1 oder 2 Jahre später geworden, aber mein Gott, wie das Leben so spielt. Ne? Das Leben so spielt. Ja, ja, es war schon, wie Sie sagten. Ne? Es war schon. Ja. Es war schon. Es mahnte sich nicht nur an, es war schon. Es war auch das Beste, was ihm passieren konnte. Ihrem Sohn? Nein, uns allen. Uns allen, ja? Ja. Ist das wir haben uns sehr gefreut, ja, wirklich. Und hat sie auch dann, nachdem sie nun wusste, dass sie Schwiegertochter werden, immer noch so, war sie immer noch so freundlich wie vorher oder kam dann doch so ein bisschen die Schwiegermutter raus? Nein, also diese typische Schwiegermutter, die man so als Drachen darstellt, ist sie beileibe nicht. Sie ist genau das Gegenteil. Und ich meine, wir können eigentlich nie für Skandale sorgen, weil es eigentlich keine gibt. Es ist, mag vielleicht für den einen oder anderen etwas langweilig klingen, aber ich bin eigentlich immer ehrlich und eine bessere Schwiegermutter als sie hätte ich nie bekommen können. Aber das ist ja schon erstaunlich, gerade auch so auf dem Land. Ich meine, hier Berlin und wir haben gehört von der Pfarrersfrau, Frau Pfarrer und die Schauspielerin, wo man das auch erwartet. Aber gerade so auf dem Land denkt man immer, da sind die Schwiegermütter noch so ein bisschen altmodisch. Die wollen, dass die Schwiegertochter alles genauso macht. Oder leben sie genauso? Hat jeder seinen eigenen Stil. Hat jeder seinen Stil? Ja, hat jeder seinen eigenen Stil. Wie haben Sie denn damals gelebt, als alles anfing, also so zur Zeit vom Grand Prix? Bei Ihren Eltern doch vermutlich? Ja, sind Sie noch zur Schule gegangen? Ja, ich ging in die Oberstufe, in die 11. Klasse. Und was waren Ihre Eltern? Was ist das für ein... Ist auch im Dorf da? Auch im Dorf, genau. Ich bin auf dem Land groß geworden und bin immer noch im gleichen Ort, wo ich aufgewachsen bin. Aber Sie leben jetzt ein bisschen anders? Ich lebe überhaupt nicht anders. Na, Sie haben sicher ein schöneres, größeres Haus als... Noch nicht. Nein. Wir leben eigentlich in einem stinknormalen Haus, das wir vorübergehend gekauft haben, bis wir so weit sind, dass wir eigentlich endlich unser eigenes Haus bauen können. Denn ich möchte kein Haus kaufen, in dem ich wohnen möchte oder auch mein Mann nicht. Sondern ich habe meine eigenen Ideen und möchte mich da auch in diesem Haus, in dem ich mein ganzes Leben lang bleiben werde, verwirklichen. Und da gehört auch irgendwo so, gehören so eigene Ideen dazu. Nun ist das ja, wie heißt das Dorf, wo Sie leben? Neunkirchennahe. Wie viele Einwohner? Schätzungsweise 850, mit Altenheim vielleicht 1000. Und in dem gleichen Dorf leben Sie auch? Nein, Nachbarort. Im Nachbarort. Mhm. Na, das ist schon ganz gut. Das hilft ja. Das hilft schon ein bisschen. Toll, Nachbarort ja. Hilft schon ein bisschen. Das hilft sehr sogar. Wie ist das, wenn man da ein Star wird? Sie sind ja ein Star geworden und sind das jetzt immer noch. Also hat sich für Sie etwas verändert dadurch, dass Sie die Schwiegermutter von jemand geworden sind, die so populär ist, die so prominent gar ist? Nicht. Kriegen gar Sie jetzt nicht schneller einen Termin beim Friseur oder so oder irgendwas? Das ist ja, so ja da geht man ja sowieso immer hin, ne? Ja. Ja. Kein Problem. Also hat sich nichts geändert? Gar nichts. Ist das nicht auf dem Dorf, Nicole, ist das auf dem Dorf so, dass ich nichts ändert, weil sowieso jeder jeden kennt? Oder ist es doch auch so, dass es eine sehr kleine, enge
Gemeinschaft ist und dass da dann doch gequatscht wird und dass doch ein bisschen Neid ist. Und ich meine. Naja, gequatscht wird eigentlich immer. Und ich meine, gerade auf dem Land ist es so, dass wirklich fast jeder jeden kennt. Also zumindest mal im Ort oder ja. in der wirklich ganz näheren Umgebung. Natürlich gibt es auch Neider, ich bin mir auch dessen bewusst, aber ich denke, in jedem Beruf gibt es das. Es gibt Vor- und Nachteile. Und ich meine, ich kann mich erinnern, ich habe mit 4 Jahren angefangen zu singen und habe also diesen Weg immer stetig verfolgt. Und es sind mir wirklich ein paar Menschen begegnet, die mir Stolpersteine in den Weg gelegt haben. Aber ich bin eigentlich nie so damit zurechtgekommen als Kind, warum überhaupt jemand böswillige neidisch auf dich ist, weil er kennt dich vielleicht auch gar nicht. Er hört irgendwas oder liest irgendwas und hat mit mir noch nie gesprochen. Und das hat mir immer ein bisschen wehgetan. Aber ich habe mich dann irgendwo zusammengerissen und gedacht, na ja, also wenn jemand auf dich neidisch ist, dann kannst du so schlecht nicht sein. Und das ist für mich immer so ein Spruch gewesen, wo ich sage, na ja, den Neid musst du dir erkämpfen und verdienen. Und das Mitleid kriegst du halt geschenkt. Und das ist so mein Spruch, der mich immer wieder aufbaut. Und nur ist ja Neid, wenn man in einer Stadt lebt, eher so eine abstrakte Sache, während in so einem Dorf ja oft sehr konkret, sehr direkt. Mhm. Also, ich meine, da können auch nicht nur Engel wohnen. Aber, oder sind alle so lieb wie die Schwiegermama? Ne? Na, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, das glaube ich auch. Es gibt ja auch negative Erfahrungen als Prominente. Sie sind nicht die Einzige. Sie hatten einmal eine sehr unangenehme Erfahrung mit einer Morddrohung, das ging ja auch durch die Presse, also insofern ist das nichts Geheimes. Da waren Sie ja auch betroffen. Mhm. Sehr. Wie haben Sie das erfahren damals? Nicole, wie haben Sie es erfahren? Also, haben Sie einen Brief bekommen oder sowas? Oder? Nein, ich hatte unter anderem schon vorher Briefe bekommen, aber das nimmt man eigentlich nicht so ernst oder man versucht es nicht so ernst zu nehmen. Aber es gab dann mal einen Anruf, der auf dem Anrufbeantworter war. Und ich denke, dass ich diese Stimme mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde. Und das war so eine Erfahrung, die mich persönlich total aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Aber diese Stimme hatte so irgendetwas, ich kann es nicht beschreiben, aber es war unheimlich. Und ich habe also wirklich gedacht, das ist jetzt dein, du wirst jetzt an dem und dem Tag, wirst du. Es wurde Ihnen angedroht an einem bestimmten Tag, ja, auch der Tag? An einem Montag, ja. Und wo waren Sie dann an dem Tag? Ja, ich habe natürlich die Polizei verständigt, und aber der typische Spruch, den man dann hört, wir können nichts tun, solange nichts passiert ist. Hm. Ich sage, naja, okay, dann sorgt halt eben für meine Familie, wenn irgendwas passiert und so. Und man hat mir dann angeraten, das Haus zu verlassen, und da muss ich sagen, ich bin dann zu meinen Schwiegereltern und habe dann dort mit meiner Familie, mit meinem Mann und meiner Tochter ungefähr 5 Tage gewohnt, und dafür bin ich heute noch dankbar. Was war das für Sie für ein Gefühl? Ich habe sie gar nicht aus den Augen gelassen. Hm. Sie wollten sie verteidigen. Ja. Aber ich muss zugehabt. Aber das da ist schon sehr wichtig, dass man Familie hat. Ja, sehr. Denke ich mal. Aber ich muss sagen, es war auch eine Erfahrung, die mir persönlich unheimlich viel gebracht hat. Ich habe also überhaupt keine Angst mehr. Ich denke, wenn dir wirklich jemand irgendwo ans Leder will, dann kriegt er dich, egal wo oder wie da was. Und also ich bin jetzt der Typ, der sich wirklich dem allen entgegenstellt und eigentlich nur noch stärker dadurch geworden ist. Also jegliche Angst oder jegliches Angstgefühl ist total weg. Man kann sich wirklich vor allem vor Wahnsinnigen, und das ist ja der größte Wut, Teil es ist der von Gefährlichen, das wissen wir ja von Politikern, aber auch von John Lennon. Das waren ja immer Wahnsinnige, nicht? Mhm. Und man kann sich nicht schützen. Das ist. Ich bin einfach nur noch wütend. Mhm. Ich bin einfach nur noch wütend auf diesen jemand, der sich das Recht herausnimmt, irgendjemandem eine solche Angst einzujagen, dass er fast durchdreht. Aber das hat die Beziehung noch verstärkt zur Schwiegermutter. Auf jeden Fall, auch mit meinen Eltern. Ich meine, das war ja, es ging ja dann nicht nur um mich, es ging ja auch um meine Familie an sich. Und da muss ich sagen, die ganze Familie. Sie sind jetzt wieder sehr erfolgreich, die sind jetzt eigentlich immer. Sie haben eine kurze Pause gehabt, das war, als das Kind kam, ja, nicht? Richtig, wie heißt die Tochter? Marie-Claire. Marie-Claire. Und dann ging es aber gleich wieder los. Und jetzt haben Sie mit einem Titel wieder Platz 1 in der ZDF-Hitparade. Ja, das freue ich mich ganz besonders, weil es gerade dieser Titel ist, der... Wie heißt er? Das müssen Sie uns sagen. Er heißt eben mehr als ein bisschen Frieden. Mhm.
Mehr als ein bisschen Friede. Und da schaue ich eben auf 13 Jahre zurück. Ja. Und bin eigentlich 13 Jahre nicht nur älter, sondern auch klüger geworden. Und muss sagen, dass sich leider Gottes der Wunsch dieses Mädchens mit der Gitarre von damals nicht erfüllt hat. Und ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe und einfach diese Gedanken laut von mir gegeben habe. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, das wird auch Frau Hildebrand bestätigen, passieren sehr, sehr viele Dinge, ob das in Israel ist oder auf der ganzen Welt, in Bosnien, wo ich sage, mein Gott, warum können die Menschen einfach nicht dazulernen? Und ich denke, man muss bei sich selbst anfangen. Und es ist keine Floskel, wenn ich wirklich sage, dass ein bisschen Frieden eben leider Gottes nicht genug ist. Haben Sie damals als 17-Jährige verstanden, dass man Sie wegen dieses Textes angegriffen hat? Oder nicht Sie, sondern diejenigen, die die Texte gemacht haben? Ich hatte es in einer gewissen Art schon verstanden. Das war vielleicht grammatikalisch nicht sehr günstig ausgedrückt. Aber ich würde es heute noch mal so machen, das war ja damals für mich in Ordnung. Ich war 17 Jahre alt und ich hatte einfach den Wunsch, den einen oder anderen einfach mal ein bisschen anzuticken und sagen, jetzt denk doch mal ein bisschen nach. Und wie oft gebrauchen wir in unserem Leben das Wort bisschen? Wenn ich irgendwo in einen Raum hineinkomme, dann sage ich, es ist ein bisschen kühl hier. Oder das ist einfach eine Redewendung. Und es war einfach der Wunsch dieses Mädchens, die Leute ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Und der Inhalt, das ist für mich das Ausschlaggebende. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, lag es nicht an ein paar Journalisten, sondern Gott sei Dank gab es eine Unzahl von Menschen, die es verstanden haben. Und dafür möchte ich mich heute noch bedanken. Die ja auch dann eben bei dem Grand Prix die entsprechenden Punkte gegeben haben. Hatten Sie auch ein Land mit 0 Punkten? Oh ja, oh ja. Wir hatten Luxemburg mit 0 und was dann... Luxemburg wird seither großräumig umfahren. Ja. Aber das war gar nicht so schlimm, weil die wurden ja nicht genannt, weil null Punkte einfach so unter den Tisch gefallen waren. Aber was dann peinlicher war, war dann der eine Punkt aus Österreich, weil die wurden offiziell vorgelesen. Und das war ein Punkt. Und aus Österreich kam Doppelplatin. Wie? Ach so, dort haben Sie die Platte so gut verkauft. Ja, ja, gerade da. Naja, die Punkte sind ja die Punkte und der Verkauf ist was anderes. Bei der Hitparade kann man, glaube ich, auch anrufen. Tun Sie das? Ja, sicher. Ja? Ja, ja. Die ganze Familie. Die ganze Familie ruft an. Das ist köstlich. Also ja, Sie nehmen regen Anteil. Freunde, ja. Die Freunde, die Verwandtschaft, alles ruft an. Wer tut das aber, nicht? Aber daran allein kann der große Erfolg nicht liegen, nein, denn so groß nein. ist die Verwandtschaft nicht. Bestimmt nicht, nee. Nein. Und dann kommt man ja nicht immer durch, ne? Nee. Ja, ja, das kommt auch dazu. Ist immer besetzt. Ja. Ja. Ehrlich. Wie werden Sie denn jetzt Weihnachten feiern? Wo werden Sie Weihnachten feiern? Wir werden Weihnachten wie in jedem Jahr im Kreise der Familie feiern, denn Familie ist für uns eigentlich immer an erster Stelle. Ich werde kochen. Sie kochen? Ich koche. Was gibt's denn? Ja, alles außer Pute, Fisch und alle Sorten von Geflügel. Weil das Essen leider... Aber es ist noch nicht festgelegt. Es ist noch nicht ganz festgelegt, aber ich denke mal so etwas in Richtung Chateaubriand oder so irgendwas. Und was sagt dann die Schwiegermutter nicht irgendwie, wie man das sonst machen muss? Nein. Sie essen das gerne? Ja. Aber Sie kochen selbst auch, oder? Sicher. Die kocht ja gleich was sonst nicht üblich ist. Das ist ein sehr schickter Trick. Am Heiligen Abend. Das ist wie mit denen, die einmal im Jahr in die Kirche gehen, nicht? Am Heiligen Abend. Am Heiligen Abend lädt sie uns immer ein zum Essen. Ne? Und gibt's Geschenke? Ja, sicher. Was schenken Sie denn denn, Nico? Das ist für eine Frage. Na, ich meine nicht dieses Jahr. Nein! Dieses Jahr nicht! Ich meinte natürlich nicht dieses Jahr, sondern sonst so. Nein, wir machen immer Kuverts mit Geld. Kuverts mit Geld? Ja. Na, das können Sie dann noch erzählen, dann, das ist richtig. Und wie viel ist denn drin, muss er jetzt noch fragen? Nein, das tue ich nicht. Ich frage ganz was anderes. Wie viele Platten haben Sie denn verkauft bisher? Oh, da muss ich nachrechnen. Also ich weiß, dass von ein bisschen Frieden damals mehr als 5 Millionen verkauft worden sind. Und ich schätze mal, wenn ich so 13, 14 Jahre zurückschaue, na, vielleicht 7. Die Millionen Platten. Mhm. Dann muss ich sagen, eins steht jetzt fest. Die Schwiegermutter ist von diesen Plattenverkäufen nicht beeindruckt. Sonst würde sie ja nicht ein Kuvert unter den Christbaum legen. Das finde ich sehr sympathisch. Aber das gilt auch für alle anderen Kinder, denn es sind ja noch
Kinder da. Also ja. Mein Mann hat ja noch zwei Geschwister. Ja. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, weil Sinnloses zu kaufen ist eigentlich in der heutigen Zeit, weil dann nimmt man das Geld lieber und gibt es für irgendeinen guten Zweck. Wer kocht denn bei Ihnen, Frau Hildemann, zu Weihnachten? Also das ist, bei uns ist Weihnachten auch genau wie bei Ihnen. Also wir feiern es wie immer in der Familie und das ist ein besonderes Reglement. Wird musiziert? Na, selbstverständlich wird musiziert, schon in der Adventszeit. Wir haben ja diesmal ein A Cappella Weihnachtskonzert und dreimal Weihnachtsoratorium erster Teil. Also, aber Heiligabend singen wir auch im Berliner Dom in der Christmas. Nein, ich meinte zu Hause. Zu Hause auch, aber vorwiegend auswärts. Also, zu Hause natürlich. Und musizieren Sie zu Hause? Zum Beispiel auch zu Weihnachten? Nein, aber ich denke, dass in diesem Jahr unsere Tochter zum ersten Mal am Klavier etwas vorspielt. Wie alt ist sie jetzt? Sie wird 11. Gibt es bei Ihnen auch ein gemeinsames Weihnachtsfest? Ja, wir haben es bis jetzt immer gemeinsam gemacht, aber dieses Jahr werden Sie, weil das Kind einigermaßen das versteht, bei sich zu Hause feiern und ich gehe hin. Ich komme etwas später und kann wieder gehen, wann ich will. Und die Kleine feiert erstmal mit den Eltern allein, sozusagen wirklich ja, bewusst. Ja, weil das sehr wichtig ist, dass sie das selber machen. Ja, sehr schön. Und bei uns gibt es nur Geflügel, wollte ich mal sagen. Also am Heiligabend gibt es Enten. Wir sind inzwischen auf 4 Enten, das darf man ja nicht sagen. Weil es ja eine große Familie und ja, die Ente ist bei so viel, Vogel. Nein, und bei so viel. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei meiner Schwiegermutter ganz. Und am zweiten Feiertag gibt es bei uns Pute. Also wir durch die ganze das ganze Geflügel. Ja. Machen wir. Dann schicke ich dann meine Schwiegermutter und meinen Schwiegervater zu Ihnen. Immer vorausgesetzt, dass mein Mann das richtig einkauft. Einmal hatte er zum zweiten Weihnachtsfeiertag, als wir Pute haben wollten, eine Gans. Na, das war ein Ding. Die wurde immer kleiner, ja? Und die kann man hinterher Schmalz verabreichen können. Also. Wie ich immer zu sagen pflege, bei Geflügel gekauft beim Geflügelhändler Ihres Vertrauens. Ja. Damit man weiß, dass es auch freilaufendes Viech ist, nicht? Und nicht aus irgendwelchen Stellen, wo die... Nudelstellen, ja. Genau. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Irgendwie fehlt vielleicht die böse Schwiegermutter, aber die gibt es auch. Die kommt bloß nicht ins Fernsehen. Aber die kommt nicht ins Fernsehen. Das weiß ich. Die kommt später an die Reihe. Sogar, es gibt sogar Selbsthilfegruppen von Schwiegertöchtern, die von ihren Schwiegermüttern geschädigt sind. Wir haben uns da natürlich auch ein bisschen umgehört. Aber da ist niemand bereit, im Fernsehen darüber aber zu reden. Aber ich habe noch einen schönen Witz. Können wir den noch? Von der in Amerika, da kam die Schwiegermutter immer Weihnachten zu Besuch und immer kriegte der Mann Pickeln. Ja. Und dann dachten sie schon, der wegen seiner Schwiegermutter allergisch. War er aber nicht, sondern sie haben es dann rausgekriegt, da gab es immer Pute und die war mit Hormonen behandelt. Die Pute war schuld, nicht die Schwiegermutter. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Ich möchte Ihnen noch sagen, was wir in der nächsten Woche vorhaben. Das Thema heißt Frauen hinter Gittern. Ich gehe ins Frauengefängnis Vechta und werde mich dort unterhalten mit inhaftierten Frauen und mit der Justizministerin von Niedersachsen, Heidrun Allmerk. Und ich glaube, das wird auch mal ganz was anderes. Die Zuschauer werden auch Frauen sein, die dort ihre Strafe verbüßen. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Tschüss, bis zur nächsten Woche.